Hallihallo, ich muss jetzt so ein bisschen was vorbereiten. Ich will euch jetzt, und deshalb auch schön in Rot, Hallihallo, Pfefferminz 6 zeigen. Pfefferminz 6. Und damit ich das jetzt mal zeigen kann, dass es ziemlich schnell hoch bootet, zeige ich hier. Gut, ich habe hier meinen Grub-Bootloader. Den habe ich jetzt mal kurz blockiert, weil ich habe hier mehrere Linux-Distributionen drauf. Ubuntu 12.04, Ubuntu 15.10 und Peppermint in der Version 6 und deshalb auch der rote Hintergrund. Ich wollte nur mal kurz zeigen, wie schnell das hochfährt. Ja. Finde ich ziemlich zügig. AMD Quad-Core und ich bin jetzt quasi schon beim Login. Ja. Also ich habe eine SSD, ist klar. Mein Passwort mal eben hier reinfummeln. Hoffentlich sieht das keiner jetzt im Video. 1, 2, 3, 4, das ist natürlich total geheim. So, Peppermint OS. So, kann man das erkennen? Ich glaube, ich muss mal die Lampe so ein bisschen wegmachen tun. So, und zwar, schönes Display, hallo übrigens. Ja, das ist eigentlich im Prinzip genommen ein Linux Mint. Was wir hier sehen, ist zufällig, das ist ja interessant, das ist ein Fehler, den habe ich noch gar nicht entdeckt. Ja, da braucht ihr jetzt ein bisschen, um sich hier aufzubauen. Ich habe nämlich die Panel-Einstellungen, habe ich nämlich die Leiste so ein bisschen größer gemacht, ne, damit man das besser sieht hier im Video. Und dass ich auch notfalls hier mit Touchcreme ein bisschen rumtatschen kann. Was ist das hier? Das ist so eine Art Linux Mint zum Schnellhochbooten, so ein bisschen Ubuntu dabei. Und das Ganze ist auch ein bisschen webbasiert. Sieht man zum Beispiel Büro, ja. Da zum Beispiel hätten wir Google Drive damit drin, aber keine richtige Google Drive, sondern ist quasi, oh, öffnet sich hier der Chromium Browser in einem separaten Fenster. Das Ganze wird gesteuert durch ein Programm, welches heißt ICE. ICE heißt das Programm. Gut, weil das hier der Chromium Browser ist, kann man ja auch per Touchscreen so ein bisschen zoomen. Ja? Kann man auch ein bisschen rumzoomen. Ganz nett. Das wirkt dann ein bisschen so, als wäre es Teil des Desktops, ne? Und das ermöglicht halt dieses ICE-Modul, das da so drin ist. Gucken wir mal Internet und da ist das ICE, ne? Aber zu viel heißt wie ICE halt. Ne? Gut. ICE. Und da sieht man, ich hoffe, man sieht es. Also ich habe hier Probleme mit dem oberen Fensterrahmen. Hier hat es den WM4 oder so heißt das Ding, Window Manager, der hat so komische Task, also Überschriften. Die sind das Einzige, was ich nicht groß machen kann. Kleiner Nachteil, kann ich nicht so ganz Touchscreen bedienen. So, und was ist das hier? Ein Simple SSB Manager zeigen wir gleich. Ne? Das ist so ein bisschen Webseiten in die vorhandene Umgebung einbinden. Und mit Remove sieht man, was ist denn hier schon reingefummelt. Ne? Google Drive, Peppermint Forum, Express bei Pixlr, Gmail und so weiter. Also das Ganze soll so ein bisschen webbasierter sein. Ist aber im Prinzip immer noch ein ganz stinknormal benutzbares Linux Mint bzw. Ubuntu-System. Ne? Was haben wir hier? Einstellungen, Anwendungen, Aktualisierungen. Das kommt nämlich hier zum Beispiel quasi von Linux Mint mehr oder weniger. Und hier sieht man auch Ubuntu. Ja, Server Deutschland, Hauptserver, andere kann man nochmal gucken. Ja. Was dann hier so wäre, Deutschland, Archive, Ubuntu kommen, da sieht man schon mal, wo die Paketquellen herkommen. Das ist Ubuntu, andere Software, Canonical, ne, sieht man da. So, und dann hat es jetzt aber zusätzlich noch die PPA von Peppermint OS mit drin. So, und wir schauen mal. Wir haben nämlich noch den Software Manager und der sitzt interessanterweise von Linux Mint. Ja. Von Linux Mint. Und sehen wir gleich, wenn der sich so startet. Das ist nämlich das Software Center von Help, ne, About. Das ist nämlich Mint Install. Ne. Das ist so eine Mischung aus Linux Mint, Ubuntu und so ein bisschen webbasiertes Chromium OS, ne, alles so ein bisschen zusammengemischt. Ja. Ja, und das Ganze heißt jetzt Pepper Mint, ne, also was hauptsächlich auch von Mint stammt. Ne, also wer Linux Mint kennt, der kann auch alles nutzen von Linux Mint oder Ubuntu. Halt so ein bisschen eingängig gemacht, schnell hoch zu starten. Das haben wir vorinstalliert, VLC, Pulse Audio,
die 2D, 3D-Chess und Spiele und so weiter, das sind meistens webbasierte Anwendungen. Gut, das hatten wir gerade, das Online-Guide und Forum sind natürlich Web, ne? Formulare, ist klar. Grafik-Editor bei Pixlr, das ist ein sehr schönes Ding, jetzt zeige ich gleich mal. Büro, Google Drive, kommt man auf der Google Drive, Google Kalender, Gmail, Dokumentenbetrachter. Man kann natürlich alles nachinstallieren, was einem noch fehlt. Zum Beispiel Internet, wer jetzt Firefox will, kann sich den Firefox nachinstallieren oder den Thunderbird-E-Mail-Client. Ist überhaupt kein Ding. Ne? Also es begrenzt eigentlich. Das ist kein OS, das ausschließlich Cloud-basiert ist und alles andere im Cloud quasi. Ne? Gut, Laufwerksverwaltung, das kommt mir furchtbar bekannt vor. Ne? Sieht Ubuntu-mäßig aus, dass man da sich anschauen kann, wie sieht es denn aus, wie ist es belegt. Wie gesagt, hier habe ich die erste Partition, da war Linux Mint drauf, habe ich überschreiben lassen. Sehr schön. Wir gehen jetzt mal, ich habe mir nämlich Screenshots gemacht. File Manager ist der Nemo, Hilfe über Nemo 245. So, wie gesagt, ich habe mir die alles ein bisschen größer gemacht mit den Einstellungen und in den Bildern. Ich habe mir Screenshots während der Installation gemacht. Warum der einen extra zeitgleich? Kommt nämlich unser Pixlr wieder zum Tragen. Screenshots, gehen wir mal da drauf. Und gehen wir auf Ansicht, damit man das sieht. Vollbild. So, so sah die Installation aus. Und da war auch die Taskleiste unten verdammt klein. Deshalb habe ich es mir hinterher größer gemacht. Willkommen, ne? Sie können die veröffentlichten Hinweise lesen, Code Deutsch habe ich ausgewählt, ist klar. Und wir gehen mal weiter, dann die normale Installation, so und so viel Festplattenspeicherplatz, geht mal wieder auf Weiter. Ne? Man kann natürlich auch die Software von Drittanbietern installieren lassen, habe ich nicht gewählt. So, normalerweise wählt ihr Peppermint daneben installieren, zum Beispiel wenn ihr schon Windows habt, daneben. Ich habe dann etwas anderes gewählt, weil ich mein Linux Mint von der ersten Partition löschen wollte, kann man mit etwas anderes, ne, geht man wieder auf Weiter, ja, gut, sage ich hier jetzt mal, ne, da habe ich dann halt mit Change die erste Partition, wo Linux Mint drauf war, habe ich dann geändert, von Partition nicht benutzen auf ext4 Journaling System Partition formatieren, weil ich das Linux Mint formatieren wollte, Achtung, dadurch gehen alle Daten verloren. Und Einbindungspunkt ist root, das ist der Schrägstrich, der auf der 7 ist. So, das geht wunderbar. Das sah dann so aus. Ne? Man kann also die Expertenoptionen nehmen, wenn man Experte ist. Wenn nicht, winkt man halt die Standardeinstellung daneben, installieren einfach durch. So, und dann fragt er sich halt, bist du wirklich sicher, du Experte, dass halt alles so seine Richtigkeit hat. Und dann gehen wir auf Weiter. So, jetzt kann ich das schön vorspulen. Ne? Dann Zeitzone, ne? Berlin, ne, merkt man hier unten, wenn man es vielleicht erkennen kann, steht die Uhrzeit, kann ich ja mal ein bisschen ranzoomen. Gehe ich mal ein bisschen, ne. Da stand die Uhrzeit bei der Installation von der Live-DVD übrigens installiert, noch auf 17.36 Uhr ursprünglich. Dann später ändert sich das auf die korrekte Zeit, wenn man das alles richtig einstellt hier. Ne. So, wo befinden Sie sich? Ne? Gehen wir auf das nächste Bild. Und da kam noch Tastaturbelegung, habe ich auch noch Deutsch ausgewählt, habe da E und Üs getestet. Und jetzt gehen wir auf das nächste Bild. Und da sehen wir schon, da ändert sich die Uhrzeit dann. Ne? Die Uhrzeit hat sich dann aktualisiert, das sieht man hier im Bild. Ihr könnt auch mal die Zeit mitmessen. Also ich habe von einer ziemlich langsamen DVD-Laufwerk externen Laufwerk per USB angeschlossen installiert. Das war in einer halben Stunde erledigt. Ja. Gut, da habe ich noch angegeben meinen Benutzernamen, Passwort. War zu kurz, 1, 2, 3, 4, ist klar. So, wer sind Sie? So, und dann nächstes. Dann kommen schöne Bildchen zwischendrin bei der Installation. Was ist das überhaupt? Was soll da überhaupt? Stellt sich das System so ein bisschen vor. Peppermint ist ein Linux-basiertes Operation-System. Soll ultra-stabil. Ja gut, das basiert auf einer LTS-Version von Ubuntu 14.04, eine Langzeitversion, sollte deshalb stabil laufen. Hoffentlich. Ja, leichtgewichtig haben wir gesehen beim Booten, ne, auch dieser XF blablabla Window Manager ist eigentlich leichtgewichtig, deshalb geht es recht schnell. So, Pepper, hier steht es nochmal, ne? Long-Term Support LTS, ne? Das ist also quasi
letzte Langzeitversion von Ubuntu war halt 2014 April, also eine LTS-Version basiert darauf. Die nächste Peppermint OS wird wahrscheinlich dann auf Ubuntu 16.04, also im April dieses Jahres, wird es dann wahrscheinlich spätestens wieder eine neue LTS von Ubuntu geben und irgendwann ein schnelleres, neueres Peppermint. So, die Philosophie hinter diesem Hybrid, ne? Ja, das ist dann quasi, was steht hier Schönes, voll funktionierender Desktop mit minimalen lokal installierten Applikationen, out of the box. Also eigentlich will man so ein bisschen Richtung Web, aber man zwingt den Benutzer nicht, alles jetzt webbasiert zu haben, wie es zum Beispiel bei unlike anderer Cloud Operation Systems ist, wie zum Beispiel Chrome OS oder so. Ne? Da muss man immer im Web arbeiten, aber hier kann man genauso gut sein ganz normales Linux Mint benutzen. Das ist der Unterschied. Ne? Also man merkt es gar nicht. Wenn man es gar nicht wüsste, dann merkt man es gar nicht, dass es eigentlich mal so angedacht ist für die Cloud. Ne? Ne? Muss man nicht, man wird nicht gezwungen. Ne? Und dann hat man noch so ein Kontrollzentrum, wo man zum Beispiel das Thema auf Dark ändern kann. Ne? Das normale Thema, ich mache das jetzt mal kleiner, ist hell. So. Und da kann man eben in den Einstellungen, kann man sich das Erscheinungsbild anpassen. Und da hat man natürlich verschiedene Themen und da gibt es Peppermix Dark. Ne? Das sieht so aus. Ne? Und hier habe ich mir auch die Schriftgröße gestellt übrigens. Da kann man sich einstellen, Schriftgröße, schön. Hat sich leider nur nicht oben drauf ausgewirkt. Anwenden. So. Und dann soll alles ziemlich dunkel sein. Ja, gut. Dann sieht es nämlich so hübsch aus. Ne? Finde ich ganz nett. Ja? Ganz nett gemacht. Schönes Thema. So, gehen wir mal weiter im Text mit unseren Bildern. So, und da haben wir das auch schon erledigt. Und wir haben den XFWM4 Window Manager. Ne? Der sorgt dafür, dass ich diese verdammt kleinen Task-Überschriften habe in meinen Fenstern. Ist aber ziemlich fix. Ja? Also Geschwindigkeit ist hier im Vordergrund. Dass es jetzt auch noch touchscreenfähig sein könnte, sollte, ist da nicht so im Vordergrund. Aber ich habe es mal probiert. Geht in seinem Cello, sag Hallo zu Eis. Das ist dann ein simpler SSB-Manager. Was ist SSB? Ein site-spezifischer Browser, also seitenspezifischer Webbrowser, wo man dann halt hier einstellen kann, welche Webseite soll ausgerufen werden. Und dann sieht es so ein bisschen aus, als wäre es integriert ins Betriebssystem, obwohl es eigentlich eine ganz normale Chromium-Seite ist. Gut. Andere wichtige Features sind Boost Peppermint by Installing spezialisierte Programme mit einem Klick nur. Da gibt es anscheinend noch spezielle Pakete, ne? Peppermint Build Tools Pack, Peppermint Graphic Arts Pack und so weiter, speziell für Peppermint. Das kommt dann aus der PPA, die nicht von Ubuntu ist, ne? Anscheinend. Und die anderen Dinge, die man sowieso so hat, ne? Google Drive und Dropbox, macht das einfach. Dropbox wäre dann hier auch, hatte ich auch gesehen. Dropbox hat man auch so ein Symbolchen, ich klicke mal drauf. Ja, jetzt müsste man sich da aber wahrscheinlich anmelden oder so, wollte ich nicht, habe ich also gelassen. Ist aber jetzt vorinstalliert, das ist jetzt aber auch nichts so Tolles, das könnte man auch unter jeder anderen Ubuntu-Version wahrscheinlich auch. Hier ist das dunkle Thema, das ich gerade angesprochen habe, ne? Das ist Peppermix Dark, ne? Das ist das Thema. Sehr schön. Was haben wir da noch? Ja gut, man kann sich natürlich alles nachinstallieren, was man gerne jetzt noch hätte. Zum Beispiel Thunderbird, ne? GIMP, Steam, LibreOffice. Ne? Das ist natürlich eine schöne Sache, die man normalerweise unter Ubuntu oder Linux Mint sowieso immer sich installieren könnte. Ist ja nichts anderes im Prinzip. So. Und zum Thema GIMP eigentlich braucht man GIMP gar nicht, zeige ich gleich mal. Das wollte ich ja noch. Da gibt es noch eine Peppermint Community, ja, und wir haben Standardbrowser übrigens, wenn man mal Internet Chromium aufmacht, dann haben wir den Standardbrowser DuckDuckGo. Ne? Andere haben da Yahoo oder Google, hier haben wir DuckDuckGo. Ne? Das möchten viele wahrscheinlich gerne mal. Ne? Also nicht Google, ne? Also die nicht Google-freundlichen Leute haben die Möglichkeit, DuckDuckGo zu nehmen.
Gleichzeitig gibt einem das Ding aber die Möglichkeit, um Google Drive zu gehen. Das ist also ziemlich unabhängig, was man so möchte. Gut, Community Forum, wenn ihr also Probleme habt, da, ne, da gibt es auch Known Issues, also den bekannten Fehler und wie auch immer. Zum Beispiel, dass beim Einhängen eines Laufwerkes, dass man dann speziell noch irgendwo draufklicken muss und dass das nicht auf dem Desktop erscheint oder ähnliches, sieht man da. So, und benutze es überall, dieses Peppermint, wo du möchtest, ist mir auch klar. Ja, aber was vielleicht den Windows-User nicht klar ist, dass man es so oft installieren kann, wie man will, und auch in der Firma ohne Lizenzgebühren zu bezahlen. Das ist Linux quasi kostenlos und das macht Windows-Benutzern das Ganze wahrscheinlich interessant, wie jedes andere Linux-System wahrscheinlich auch. Die allermeisten sind nämlich kostenfrei. Danke an bla bla bla. Du kannst das auch über einen USB-Stick installieren, man braucht also keine DVD nehmen, wie üblich. So, jetzt wollte ich mal was zeigen. Ich habe ja hier, ne, diesen Screenshot da gehabt und da habe ich bei einem, hatte ich versehentlich im Screenshot noch das Bildschirmfoto mit drin. Ja, also kann man das erkennen? So, ich wollte dieses Bildschirmfoto überarbeiten, weil ich da versehentlich das hier noch mit drin hatte. Ne? Wollte ich das nachbearbeiten und habe dann festgestellt, es ist kein GIMP dabei, aber, Internet, jetzt benutzen wir mal Grafik, eins von diesen webbasierten Dingern, das ist nämlich der Editor von Pixlr. Editor von Pixlr, den finde ich richtig pixelig, den finde ich richtig gut. Also das ist eine Website, auf der wir gerade sind, wir sind nicht mit GIMP. Ne? Bild vom Computer öffnen, ja, wir sind gerade auf der Website, seht ihr das? Nee, seht ihr nicht. Ne? So, jetzt nehmen wir mal den Screenshot, der mir misslungen ist, wo da noch drin ist, was gar nicht drin sein soll. Jetzt kann ich auch hier zoomen, kann da noch so ein bisschen reinzoomen. Und ich will eigentlich, jetzt muss ich erstmal mit dem Zoomen nochmal ein bisschen gucken. Hier kann ich verschieben. Ach, hier unten muss ich mit der Rollleiste, Entschuldigung, mit der Rollleiste, mache ich da hoch und da hoch. Ja, jetzt habe ich es versehentlich zugemacht, Entschuldigung. Also nochmal. Das ist, weil ich hier so ein bisschen seitlich versetzt sitze. Also so kann ich mich ranzoomen. Jetzt kann ich da mal oben in die Ecke gehen, da wo ich hin will. Also kommt gleich, wo ich raus will. Ne? Pass auf. Wir sind auf einer Webseite. Ne? Ja. Sieht man nur nicht. Das integriert sich nahtlos ins Betriebssystem. Das ist toll. So, und jetzt markiere ich fast wie ein Wimp. GIMP, hier zum Beispiel das hier, ne? So. Kann ich sagen, bearbeiten, kopieren. Ich bin hier auf einer Webseite, Leute. Bearbeiten, einfügen, so. Und da kann ich verschieben, so. Und dann wollte ich das wegretuschieren, ne? So ähnlich wie mit GIMP. Ne? Ihr steht, was ich meine. Gut. Und das ist mir dann gelungen mit diesem Gedöns. Ne? Das ist klasse. So, jetzt hier sieht man, da war ich dran. Also das kann ich hier ganz normal benutzen, wie ein normales Programm auf dem Rechner und kann damit was tun. Ne? Also wenn mir das irgendwann gelungen ist, das sauber übereinander zu kriegen, kann ich dann eine Datei und ich kann auch speichern. Ne? Wie, ja, ich bin auf einer Webseite und ich kann das hier speichern und kann das überschreiben. So, okay, dann ist mein Bild auf der lokalen Platte überschrieben. Das ist Seite verlassen. Ich war auf einer Webseite. Da finde ich richtig gut. Ja. Ich denke, das sollte euch ungefähr einen Eindruck verschaffen, was das ist. Systemwerkzeuge, was man vielleicht noch mal gucken sollte, ja, Peppermint Kontrollzentrum. Und da sieht man zum Beispiel das Thema. Hier ist der Titelfont. Ich habe den Titelfont gefunden. Auswählen. So, da. Aber er ist immer noch genauso groß. Ist das immer noch... der Titelfont ist größer, die Schrift ist größer, der Titel ist immer noch. Ja, also damit müsste ich noch ein bisschen trainieren. Desktop-Effekt, Advanced, Kip. Und ich hatte vorhin noch was Interessantes gesehen, das will ich gerade noch zeigen. Dann bin ich auch fertig hiermit, total fertig. Wo war denn das Schöne? Das hatte ich doch noch gesehen, das muss ich euch gerade noch. Da, Default
Applications vor diese Session. Da kann man doch vieles, vieles einstellen. Und die Core Applications ist zum Beispiel der Windows Manager ist XFWM4. Das Panel hier unten ist das LX Panel. Und der Desktop Manager ist Nemo. Das kann man bei Bedarf auch noch ändern. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.